Hallo Leute, ich möchte euch heute einen weiteren Synthesizer vorstellen von Rob Papen, den wunderbaren Synthesizer Predator, und zwar in einer Special Keys Edition. Die Zeitschrift Keys hat in ihrer aktuellen Ausgabe auf der beiliegenden CD oder DVD, ich weiß gar nicht, CD glaube ich, eine Version des Predators mit drauf. Ihr müsst also nur die 5,50 Euro investieren, die die Zeitschrift kostet, und habt dann einen wirklich super tollen Synthesizer, der ein Jahr lang läuft, also bis April 2011 lauffähig ist. Ein Jahr lang ist eine doch relativ lange Zeit, um ein Instrument zu testen und sich danach oder währenddessen zu entscheiden, kaufe ich es oder nicht. Also wirklich eine sehr schöne Sache. Ich zeige euch jetzt mal den Synthesizer selbst und öffne dazu erstmal Ableton Live. Der Synthesizer, muss ich sagen, liegt im AU-Format als Plugin vor für Apple und natürlich auch für Windows 32 und 64-Bit-Versionen als VST-Plugin. Ich habe jetzt hier schon den Button angeklickt für die Plugins und wir sehen hier, wird der Rob Papen Predator sofort erkannt nach Installation auf dem Mac. Ein Doppelklick und der Synthesizer, das Plugin öffnet sich. Ich habe ihn jetzt noch nicht groß getestet, aber ich denke vom Klang her gewohnte Rob Papen Qualität. Und werde euch hier kurz mal die einzelnen Sektionen vorstellen. Wir haben drei Oszillationen, können hier also die Quellen wählen, die Wellenform wählen und haben darunter die Verstimmung, die Stimmungssektion, und unter diesen Schaltern haben wir natürlich dann den Volumenregler und Frequenzmodulation und Ringmodulationswert. Können hat hier eine Geschwindigkeit der Pulsweitenmodulation einstellen, und ich denke, das ist schon eine wirklich sehr machtvolle Klangerzeugung. Haben noch einen Sub-Oszillator, den wir dazu mischen können. Rechts neben den drei Oszillatoren haben wir dann hier die Filtersektion. Wir können hier die Flankensteilheit der Filter einstellen, den Mode, Low-Pass, Notch-Filter, High-Pass, alles vorhanden. Und hat der Filter auch eine eigene Hüllkurve, eine fünfstufige Hüllkurve. Daneben gibt es noch einen Low-Frequency-Oszillator für den Filter, mit dem wir noch zusätzlich den Filter modulieren können, oder besser gesagt das Filter heißt es ja, modulieren können. Und darunter haben wir hier die Amp-Sektion mit Volume und einer eigenen Lautstärke, Hüllkurve. Dann im unteren Bereich, der sich farblich sehr schön abgrenzt von dem oberen, haben wir natürlich hier nochmal eine Pitch-Modulations-LFO, um die Tonhöhe zu modulieren. Sehr gut bei Bläser-Sounds, die am Anfang in der Attack-Phase meist eine leichte Pitch-Modulation haben. Dann gibt es hier noch frei belegbare Hüllkurven. Auch sehr schön. Hier die beiden LFOs noch zusätzlich, die wir dann frei in der Destination programmieren können. Dann gibt es hier eine Effektsektion, also auch mit internen Effekten ist der Predator ausgestattet. Auch sehr schön, Phaser, Mono-Delays, alles vorhanden. Ihr seht, ein ganz langes Menü, Vocoder, alles vorhanden. Also schon eine sehr machtvolle Effektsektion. Dann hier rechts kann man die Presets wählen. Und können also hier auch noch einen Arpeggiator zuschalten. Ich mache den gerade mal kurz an und spiele hier auf meiner Tastatur vom MacBook einfach mal was an.
so ein Dance Preset. Können aber hier auch mal einfach in ein anderes Preset reingehen. Ich werde euch jetzt hier nicht die tollen Sounds alle vorstellen können, das sprengt den Rahmen des Videos. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach nur kurz den Synthi vorstellen, die Möglichkeit einfach vorstellen, wenn ihr einen Host-Sequencer habt, probiert es einfach mal aus. Mein Dank gilt der Zeitschrift Keys und natürlich Rob Payton, der das möglich gemacht hat. Testet das Plugin aus, ein Jahr lang für quasi 5,50 Euro. Kann man wirklich nicht meckern, eine tolle Sache. Ja, viel Spaß mit dem Synthesizer, wünsche ich euch. Und überhaupt viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.